Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn die Nachricht über rechtsextreme Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte schon fast zur Randnotiz verkommt, weil wir sie in den letzten Monaten so häufig und so oft hören mussten, wenn am Wochenende 900 gewaltbereite Neonazis aus dem ganzen Bundesgebiet nach Dortmund reisen, um ihre menschenverachtenden Parolen zu verbreiten, und wenn ein älterer Herr einer rechtspopulistischen Partei keinen schwarzen Profifußballspieler als Nachbarn will, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht es eine demokratische Gesellschaft, die sich über eine Verfünffachung der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte innerhalb eines Jahres empört und die Menschen, die bei uns Schutz suchen, willkommen heißt. Dann braucht es eine demokratische Gesellschaft, die sich eben nicht von Neonazis einschüchtern lässt, sondern immer wieder gegen Rechtsextremismus auf die Straße geht. Und dann braucht es Demokratinnen und Demokraten, die mutig sind, die Alltagsrassismus und Diskriminierung immer wieder zur Sprache bringen und das nicht ertragen können. In Nordrhein-Westfalen können wir uns genau auf diese demokratische Zivilgesellschaft verlassen und auf sie bauen. Denn die Mehrheit in diesem Land steht für Demokratie, für Menschenrechte, für Vielfalt. Und das müssen wir auch immer wieder so klar benennen. Genau diese demokratische Zivilgesellschaft zu unterstützen, sie zu stärken, ihr Wissen in die Analyse des Rechtsextremismus einzubinden und die Vernetzung zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen zu fördern, ist ein Ziel des Handlungskonzeptes. Und Herr Stamp, gerade die Vernetzung zwischen Zivilgesellschaft und den staatlichen Institutionen, die Vernetzung von mobiler Beratung und Polizei ist hier wichtig. Und das war keine Selbstverständlichkeit noch vor einigen Jahren. Das ist wichtig, dass wir das hingekriegt haben und dass das stattfindet. Und Herr Stamm, noch etwas. Wir lassen uns nicht die Konzepte von der Bertelsmann-Stiftung schreiben, sondern wir fragen die Zivilgesellschaft, wir erarbeiten gemeinsam mit der Zivilgesellschaft unsere Programme. In vielen Regionalkonferenzen haben wir gemeinsam mit den Personen aus der Beratungspraxis, aus der Kommunalpolitik, aus dem Sport, aus den Religionsgemeinschaften, von der Polizei, aus den Gewerkschaften und vielen anderen Personen diese Maßnahmen erarbeitet. Ich war bei vielen Regionalkonferenzen selbst anwesend. Da habe ich häufig die Kolleginnen und Kollegen von der CDU, von der FDP vermisst. Ich war bei vielen dieser Regionalkonferenzen dabei. Und ich will mich hier auch noch mal im Namen der Grünen-Fraktion bei den vielen Akteurinnen und Akteuren dafür bedanken, dass sie sich hier eingebracht haben und mit uns gemeinsam diese Vorschläge erarbeitet werden. Ich finde, es ist vieles Gutes dabei herausgekommen. Wir haben viele Maßnahmen in diesem Konzept aufgeführt mit einer klaren Zuständigkeit, welches Ministerium für welche Maßnahme zuständig ist. Und das verstehe ich auch als Abgeordnete, als Arbeitsauftrag jetzt an die Ministerien, dass man innerhalb einer dreijährigen Laufzeit genau diese Maßnahmen umsetzt und dem Landtag regelmäßig einmal im Jahr über den Umsetzungsstand berichtet. Ich kann für uns als Grüne Fraktion sagen, dass wir den weiteren Prozess dieses Handlungskonzeptes sehr aktiv mit begleiten werden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir eine gut abgestimmte, eine nachhaltige Gesamtstrategie in der Präventionsarbeit brauchen gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Und das ist ja genau die Überlegung auch dieses Handlungskonzeptes. Wir haben uns ja hingesetzt 2010 und 2012 bei den Koalitionsverträgen und gesagt, es passiert in diesem Land schon vieles Gutes. Es gibt viele gute Maßnahmen, die von der Landesregierung gefördert werden. Was wir brauchen, ist eine abgestimmte Strategie. Wir brauchen die Nachhaltigkeit, wir brauchen die Verzahnung und die Vernetzung. Und ich sehe genau in diesem Handlungskonzept einen Meilenstein in der Bekämpfung von Rechten, von rechtspopulistischen und rassistischen Tendenzen. Und ich glaube, dass dieses Handlungskonzept einen wichtigen und einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung von steigender rechtsextremer Gewalt und auch einer Diskursverschiebung, die wir momentan erleben, beitragen kann. Neben den Maßnahmen, die vom Land gefördert und die landesweit arbeiten, braucht es aber auch eine Struktur, eine Beratungsstruktur und Aktivitäten vor Ort in den Kommunen. Und deshalb haben wir als Fraktionen von SPD und Grünen gesagt, dass wir in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren 2 Millionen Haushaltsmittel zur Verfügung stellen, um eben genau diese kommunale Struktur vor Ort gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus zu stärken.
Wir wissen, dass die Kommunen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Natürlich ist eine Stadt wie Köln oder wie Dortmund anders aufgestellt als zum Beispiel Kommunen im vor allen Dingen ländlichen Raum. Genau diese unterschiedlichen Ansätze, die unterschiedlichen Bedarfe werden wir bei diesem kommunalen Stärkungsprogramm natürlich berücksichtigen. Die Kommunen, die bereits jetzt viel machen, die werden wir weiter unterstützen. Und die Kommunen, wo momentan vielleicht noch nicht so viel läuft, die wollen wir ermutigen mit diesem Programm, damit wir in vielen Orten Handlungskonzepte entwickeln können gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Denn natürlich, Rassismus und auch Rechtsextremismus ist ja nicht nur ein Thema an den Hotspots rechtsextremer Gewalt in Nordrhein-Westfalen, sondern sie findet überall in Nordrhein-Westfalen statt. Und deshalb müssen wir mit unseren Programmen und unseren Ansätzen in die Fläche kommen, damit wir Strukturen für Demokratie, für Vielfalt wirklich überall vor Ort haben. Und dazu dient dieses gute Programm. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben 2010 und 2012 bei unseren Koalitionsverträgen uns eben auf die Erarbeitung eines solchen Handlungskonzeptes verständigt und vereinbart. Damals war die Dimension von rechtsextremer Gewalt, von rassistischer, rechtspopulistischer Hetze, die wir momentan erleben, noch nicht absehbar. Aber auch damals, auch das muss man klar sagen, auch damals sind schon Menschen Opfer rechtsextremer Bedrohungen und Gewalt geworden. Es wurden jüdische Friedhöfe geschändet, wir haben Schmierereien an muslimischen Einrichtungen erlebt, und das war traurige Realität. In 2012 mussten wir statistisch gesehen erleben, dass jeden zweiten Tag ein Mensch Opfer rechtsextremer Gewalt wird. Und deshalb, Herr Sternberg, reagieren wir nicht jetzt erst. Das ist falsch, wenn Sie das so behaupten. Sondern wir haben seit Regierungsantritt eine Vielzahl an Maßnahmen gegen den organisierten Rechtsextremismus eingeleitet. Auf der Ebene der Repression beispielsweise. Auf der Ebene der Repression sind 2012 vier gewaltbereite Kameradschaften in Nordrhein-Westfalen verboten worden. Die Kameradschaft Aachener Land, die Kölner Kameradschaft Walter Spangenberg, die Kameradschaft Hamm und der Nationale Widerstand Dortmund. Ja, ich weiß, daran gibt es auch Kritik, weil wir jetzt eben mit der Partei Die Rechte neue Herausforderungen haben. Aber die Verbote dieser Kameradschaften waren richtig. Und nicht nur das, wir haben in der Repression vieles mehr gemacht. Wir haben die Sonderkommissionen in den Polizeipräsidien eingerichtet. Wir haben eine eigene Statistik zur Allgemeinkriminalität von Rechtsextremen eingeführt. Wir haben das Verbotsverfahren der NPD mit vorangetrieben und unterstützt. Wir haben im LKA eine Taskforce zur Bekämpfung rechter Hetze im Internet gegründet. Aber klar ist auch, dass wir mit Repression alleine nicht gegen den Rechtsextremismus und Rassismus vorgehen können, sondern wir brauchen auch die Prävention. Und deshalb legen wir genau darauf, auf die Prävention, Herr Stamp, den Schwerpunkt unseres Handlungskonzeptes. Aber, und auch das will ich hier noch mal klar betonen, auch bei der Prävention fangen wir ja nicht erst heute an. Wir haben mit dem Haushalt 2011 schon für die Einrichtung von zwei Beratungsstellen für die Opfer rechter und rassistischer Gewalt gesorgt. Wo war denn damals eigentlich die CDU? Die CDU hat damals nicht mitgestimmt, als wir das eingerichtet haben. Wir haben die fünf mobilen Beratungsteams in die Landesförderung mit aufgenommen. Und in diesem Jahr nochmal finanziell aufgestockt angesichts der Themen Asyl und Flucht. Wir haben das Aussteigerprogramm im Verfassungsschutz evaluiert, übrigens mit einem sehr guten Ergebnis. Wir haben gleichzeitig das zivilgesellschaftliche Landesprogramm NINA, auch ein Aussteigerprogramm, in die Landesförderung aufgenommen. Wir fördern die Antidiskriminierungsbüros. Wir haben das Projekt Schule ohne Rassismus aufgestockt und gestärkt. Ich will noch mal daran erinnern, es gibt schon fast 580 Schulen in Nordrhein-Westfalen, die sich beteiligen, alleine 60, die in diesem Jahr noch mal hinzugekommen sind. Das alles, Herr Stamp, haben wir gemacht. Das alles haben wir bereits gemacht, und das waren eben nicht CDU und FDP, obwohl wir auch schon in 2010 und davor schon massive rechtsextreme Gewalt in Nordrhein-Westfalen hatten. Aber ich will auch noch mal betonen, angesichts der aktuellen Entwicklung, die wir einfach haben in diesem Themenfeld, sind wir lange noch nicht am Ende, was die Bekämpfung rechtsextremer, rassistischer, rechtspopulistischer Tendenzen angeht. Das wird eine Daueraufgabe bleiben, und wir werden weiter daran arbeiten, weil es uns eben nicht egal ist, wenn Menschen, die hierhin geflohen sind, unsere schwarzen Nachbarn oder muslimische Freundinnen und Freunde angegriffen oder bedroht werden. Der Staat hat hier ganz klar die Aufgabe, eben neben der Repression auch in der Prävention, in der Intervention tätig zu sein. Und auch strukturelle Dimensionen von Diskriminierung zu berücksichtigen. Und ich glaube und ich finde, dass dieses integrierte Handlungskonzept dafür eine solide Grundlage bietet. Herzlichen Dank.